Um Sicherheit allgemein. Und in der nächsten Sitzung geht es um die Neuordnung der touristischen Destinationen. Zu Beginn jeder Sitzung werden wir dann wieder mal abstimmen können. Und wir möchten einfach mal so die Stimmungslage eruieren. Und das hilft wahrscheinlich dann den Referenten und dem Moderator auch, ihre Beiträge ein bisschen anzupassen. Wir wiederholen jetzt die Frage, die bereits in der Sitzung vorher gestellt wurde. Und ich werde Ihnen natürlich die Antwort nicht vorwegnehmen. Sie haben jetzt erstmal das Wort und hier ist die Frage. Werden Sie in Zeiten der sich verschärfenden Sicherheitslage künftig weniger ins Ausland verreisen? Sie haben alle so eine kleine Fernbedienung auf Ihrem Stuhl liegen. Und wenn Sie da die Knöpfe 1 bis 3 drücken, haben wir, sobald die Musik läuft, dann Ihre Antwort. Ja, ich werde meinen Urlaub künftig mehr in Ihrem Heimatland verbringen. Nein, ich verreise weiter ins Ausland, aber ich schaue mir nun vorher sehr genau an, wo ich hinreise. Und drittens, es gibt sowieso nirgendwo absolute Sicherheit, daher ändert sich bei mir nichts. Ziemlich ähnlich wie beim letzten Mal haben wir jetzt 68,9% für die zweite Antwort. Das klingt logisch und 26,7% für die dritte. Jetzt haben wir eine Podiumsdiskussion und Herr Eike Otto wäre jetzt der Diskussionsleiter. Er ist auch hier. Seit 1991 ist er unabhängiger Tourismusberater in Deutschland und im Ausland für private und für öffentliche Unternehmen. Er hat verschiedenste Projekte geleitet für die Kreuzfahrtindustrie, für den Hotelsektor und auch Projekte internationale Zusammenarbeit geleitet. Und wir haben vorher schon gehört, Kooperation und Koordination zwischen den Stakeholdern, das ist für die Cyber Security und die Cybertechnologie entscheidend. Er arbeitet als Moderator und Trainer in Tourismus und er hat schon über 100 Projekte überall auf der Welt mitbestimmt. Er hat jetzt das Wort und natürlich auch die wunderbaren Referenten. Ja, meine Damen und Herren, ich gebe eine kleine Einführung ins Thema, bevor ich die Referenten oder die Diskussionsteilnehmer auf die Bühne bitte. Ich hoffe, Deutsch ist okay, die Übersetzung klappt. Das Thema heute, die Neuordnung touristischer Destinationen. Wie wir alle wissen, und wir haben das ja im letzten Jahr auf der Messe hier auch schon zum Thema gehabt, hängt der Tourismus wie kaum eine andere Branche von der internationalen Sicherheitslage ab. Sie können Autos und Mobiltelefone vielleicht noch in Krisengebieten verkaufen, aber Reisen eben nicht. Egal ob in Europa oder anderswo, Anschläge wirken sich immer auch auf das Buchungsverhalten von Reisen aus und sind Touristen erst einmal verunsichert, dann erfolgt oftmals keine Differenzierung zwischen den Destinationen. Man fährt also nicht mehr nach Afrika oder man meidet islamische Länder oder Asiaten kommen nicht mehr nach Europa. Das alles haben wir erlebt. Ich war kürzlich in Portugal, da gibt es dann leichte Wachstumsraten, es gibt halt auch Gewinner dieses ganzen Geschehens. Somit wäre meine erste These, es gibt eben Destinationen, die gewinnen und Destinationen, die verlieren. Wir haben aber andererseits auch ein anderes Phänomen, das nämlich vor 20 Jahren, da waren so die ersten Anschläge, beispielsweise in Ägypten, im Hatschepsut-Tempel, sich die Besucherzahlen relativ schnell wieder erholten. Das scheint sich heute ein wenig geändert zu haben. Wie Beispiele Ägypten, Tunesien und Türkei zeigen. Also die Effekte sind da doch längerfristig. Insofern wäre meine zweite These, dass Destinationen, die einmal betroffen waren, selbst wenn sie etwas tun für den Tourismus und selbst wenn dort nichts mehr passiert, erst einmal betroffen bleiben, unabhängig von den Anstrengungen, die sie unternehmen. Und das Beispiel Tunesien ist, glaube ich, ein ganz gutes, was das auch zeigt. Gestern wurden die Ergebnisse von Travelzoo vorgestellt. Ganz interessant, dass also auch die Türkei relativ weit vorne im Angstbereich des deutschen Quellmarktes liegt, was mich dann auch etwas verwundert hat, und zwar noch weit vor Ägypten und Tunesien. Genannt wurden auch die USA, auch ganz interessant. Es kann eigentlich ja nur eine Antwort darauf geben, dass also Terror und politische Instabilität so ein bisschen auf der gleichen Ebene rangieren, wenn es um die Verunsicherung der Reisenden geht.
Meiner Ansicht nach, und das wäre meine These Nummer drei, ist nicht die tatsächliche Gefahr, sondern eben die Unberechenbarkeit und die Angst vor dem Unbekannten, das, was zur Neuordnung der touristischen Destinationen führt. Die Tourismuswirtschaft muss sich dem Thema Sicherheit stellen und offensiv damit umgehen. Das haben wir gestern auf einer ähnlich gelagerten Talkrunde auch gehört. Und dafür haben wir heute ein hochkarätig besetztes Panel gewinnen können. Ich bitte zunächst Frau Nordbeck, Ladies First, hier Platz zu nehmen. Frau Nordbeck ist von GfK Travel Logistics und hat sehr weitreichende Kenntnisse, beschäftigt sich mit dem Buchungsverhalten und den Besucherströmen, die sich verändern nach solchen Anschlägen. Ich begrüße Herrn Peter Mario Kupsch von Studiosus Reisen in München. Herzlich willkommen, Herr Kupsch. Sie sind ja sozusagen ein Urgestein nicht nur der Studienreise, sondern auch der Kommunikation von sicherheitsrelevanten Themen. Sie gehen da offensichtlich mit um und auch schon seit Längerem. Ich begrüße weiterhin Herrn Ralf Schiller, Group Managing Director bei FTI. Herzlich willkommen, Herr Schiller. Sie sind der viertgrößte Reiseveranstalter in Europa mit 4,5 bis 5 Millionen Touristen im Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung oder richtig recherchiert habe. Dann haben wir jemanden aus einem Land, was betroffen ist, nämlich der Türkei, Herrn Hüseyin Barana. Herzlich willkommen, Herr Barana. Sie sind für TURSAB, den türkischen Reisebüroverband, hier. Und wenn ich das richtig gesehen habe, haben Sie 9.400 Agenturen, die Mitglied bei Ihnen sind. Das ist ja schon mal eine Größenordnung. Last but not least haben wir hier einen Marketing- und PR-Spezialisten, Herrn Harald Zulauf. Herr Zulauf ist CEO von Media Consulter, der größten europäischen, hat er mich gerade noch korrigiert, inhabergeführten Werbeagentur mit 55 Millionen Euro Jahresumsatz. Sie sind auch im Tourismus tätig und ich freue mich, dass wir jemanden auch aus der Branche der Kommunikation haben, die sicherlich dazu auch noch einiges sagen wird. Ich würde zu Beginn der Runde heute als Einleitung Frau Nordbeck bitten, dass Sie uns kurz Ihre, Sie haben es letztes Jahr auch schon getan, kurz Ihre neuesten Erkenntnisse zum Thema Sicherheit und Besucherströme. Was sind also die neuesten Erkenntnisse, dass Sie uns da kurz einen kleinen Einblick geben, wenn das möglich ist, und dann können wir anschließend in die Diskussion einsteigen. Dann müssen Sie an den Computer. Das ist natürlich möglich. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die nette Einleitung. Ja, ich möchte damit beginnen, das Thema so ein bisschen einzuordnen. Welche Rolle spielt eigentlich das Thema Sicherheit, speziell jetzt für den deutschen Markt? Wir fragen bei der GfK einmal jährlich, was sind eigentlich die wichtigsten Werte, die Sie sehen? Welche Werte gewinnen denn aktuell für Sie an Bedeutung? Und wie Sie hier sehen, gewinnt das Thema Sicherheit eben sehr stark an Bedeutung und hat sehr hohe Priorität mit 83%, gewinnt sogar noch an Bedeutung im Vergleich zum Vorjahr. Das zunächst einmal als Einordnung. Was heißt das denn aber? Wir hatten ja im letzten Jahr eigentlich schon eine Situation, wo die Anschläge sich leider vermehrt haben und wo wir im Prinzip schon beobachten konnten, wie ändern denn eigentlich die Deutschen ihr Reiseverhalten. Was wir gesehen haben, ist, die Deutschen reisen nach wie vor. Die Zahl der Nichtreisenden hat sich also nicht erhöht. Das ist die positive Nachricht. Auch die Anzahl der Reisen hat sich nicht verändert, mit einem Plus von 2%. Das Reiseverhalten hat sich aber durchaus verändert. Wir sehen andere Art zu reisen. Städtereisen beispielsweise sind weniger stark nachgefragt worden im letzten Jahr. Wir haben eher einen Trend hingesehen zu Deutschland, zu Autoreisezielen, aber auch zu anderen Destinationen wie der Karibik beispielsweise, wie Spanien oder Griechenland. Oder auch Kreuzfahrten haben sehr stark geboomt. Wenn ich das jetzt sage, es gab eher einen Trend hin zu Autoreisezielen zu Deutschland, dann heißt das natürlich auch, dass die Buchungswege sich etwas verändert haben. Man hat also eher direkt gebucht und hat sozusagen neue Buchungswege ausprobiert, sich die Reise eher selbst zusammengestellt. Soweit ein Rückblick auf das letzte Jahr. In welcher Situation befinden wir uns aber aktuell? Was ist mit 2017? Was ist konkret mit dem Sommer 2017? Die Deutschen buchen relativ früh, sodass wir eigentlich jetzt mit Stand Ende Januar schon über 43% in etwa der Sommerbuchung reden können im stationären Vertrieb, also im klassischen Reisebüro. Und wir sehen hier durchaus eine Erholung von plus 6% im Vergleich zum Vorjahr, online sogar etwas besser. Man muss aber hier auch berücksichtigen, dass wir im letzten Jahr, Stand Januar, eigentlich hier ein Minus von 9% hatten und das sozusagen noch nicht ganz wieder aufgeholt ist. Wenn wir uns dann Ziele anschauen, wie sieht es da aus?
Wir sehen im westlichen Mittelmeer, und das mag vielleicht den einen oder anderen überraschen, sogar ein Minus von 1%. Hier gilt es aber zu berücksichtigen, dass gerade Spanien, aber auch Portugal beispielsweise im letzten Jahr sehr stark geboomt haben und so im Prinzip auf das sehr hohe Niveau aufsetzen. Das östliche Mittelmeer, auch das vielleicht für den einen oder anderen überraschend, mit einem Plus von 7% hier zu sehen. Hier sind es eben Ausweichdestinationen, nicht die Türkei, werde ich gleich noch näher darauf eingehen, die also hier trotzdem stark gebucht werden und die dann insgesamt dennoch für ein Plus sorgen. Jetzt fragen Sie sich, was sind das denn für Ziele? Türkei, das ist sicherlich in aller Munde, ist im Moment nicht so stark gebucht. Griechenland boomt dagegen. Griechenland gewinnt sehr, sehr stark und verdreifacht das Volumen eigentlich von einem Sommerstand, den wir vor ein paar Jahren einmal hatten. Ägypten kommt zurück mit einem sehr, sehr starken Plus. Aber auch beispielsweise Bulgarien oder Kroatien sind sehr stark gefragt. Genauso wie Marokko oder auch kleinere Ziele wie beispielsweise Zypern. Und natürlich nach wie vor die Kreuzfahrten. Sehr, sehr stark gefragt mit einem zweistelligen Plus. Soweit eigentlich schon als Einordnung von mir. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Ich denke, wir haben hier noch eine spannende Diskussion und da werde ich sicherlich auch noch die Gelegenheit haben, die eine oder andere Zahl zu nennen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Nordbeck. Vielleicht noch eine Frage drangehängt. Wie hoch ist denn der Anteil derjenigen, die sich also so völlig von dem Reisen abwenden? Kann man das auch bemessen? Haben Sie da auch Erkenntnisse zu? Oder ist das nur eine Verlagerung von Besucherströmen, über die ja oft immer geredet wird? Da gibt es eigentlich fast niemanden. Also wir sehen eben, dass diejenigen, die nicht reisen, die gibt es natürlich nach wie vor. Die gab es schon immer. Da spielen zum Teil auch finanzielle Gründe eine Rolle. Aber die Zahl derer hat sich nicht erhöht. Aber sie verändern eben ihr Reiseverhalten. Das haben wir eben an den Entwicklungen schon gesehen, sie wählen andere Ziele, wählen vielleicht auch andere Formen zu reisen, buchen vielleicht auch zum Teil spontaner, also sie ändern ihr Verhalten, aber verzichten auf jeden Fall nicht grundsätzlich auf das Reisen. Sie haben über den deutschsprachigen Quellmarkt oder den deutschen Quellmarkt gesprochen gerade? Über den deutschen Quellmarkt. Deutschen, vielen Dank. Mhm. Ja. Herr Schiller, können Sie das so bestätigen? Was sind so Ihre Erfahrungen als einer der Dickschiffe hier in dieser Runde, was das Reisegeschäft anbelangt? Also das, was Frau Nordbeck eben ausgeführt hat, das sehen wir ja auch in unseren Zahlen. Im letzten Jahr, gerade um diese Zeit, Januar, Februar, da buchen in der Regel die Familien. Die waren durch die Anschläge, insbesondere in Paris im Jahr zuvor, aber auch Brüssel, einige Incidents, die wir Anfang des Jahres eben erleben mussten, grundsätzlich stark verunsichert. Und das führte auf der einen Seite dazu, dass es einen gewissen Destinationsshift gab. Das hat Frau Nordbeck eben dargestellt. Es führte aber auch dazu, dass die Verunsicherung dazu geführt hat, dass einige Kunden sich sehr stark erdgebunden entschieden haben. Einfach aus der Verunsicherung heraus, ich möchte mich im Moment überhaupt nicht für ein Zielgebiet entscheiden. Also fahre ich mit dem Auto nach Österreich oder nach Italien oder was auch immer, was unkritisch ist oder scheint. Wenngleich Sicherheit natürlich immer etwas Subjektives ist, denn die Anschläge sind ja im Wesentlichen in westlichen Zielgebieten verübt worden. Aber das hat eben zu einer allgemeinen Verunsicherung geführt. Wie sind Ihre Erfahrungen? Wann erholt sich da? Wir haben gerade in der Pause schon in der Vorbereitung schon darüber gesprochen, dass das also Phänomen Türkei, was ja im Moment keiner so richtig versteht, oder man kann es natürlich verstehen, aber warum ist die Türkei jetzt auch gerade gestern wieder so als abgeschlagen oder als das Hauptangstgebiet dargestellt worden in der Studie von Travel Zoo? Können Sie das auch bestätigen? Also ist das wirklich so, dass die Türkei-Reisen einbrechen und weiter auch so bleiben oder ist da wieder eine Veränderung festzustellen? Also ehrlich gesagt kann ich das nicht bestätigen in der Form. Natürlich ist die Türkei im Moment sehr stark im Fokus, wobei ich glaube, dass wir im Moment weniger eine Sicherheitsdiskussion als eine politische Diskussion führen. Das ist das eine. Mhm. Ähnlich wie vielleicht auch in anderen Zielgebieten, wo im Moment relativ laut und rüde gesprochen wird. Das zweite ist, dass die Türkei eigentlich in der Vergangenheit, auch im letzten Jahr, wenn es Incidents gegeben hat, immer relativ schnell wieder zur Tagesordnung übergegangen sind. Das heißt, das Vertrauen in das Zielgebiet Türkei, und ich habe das letztes Jahr relativ häufig auch gesagt, dass gerade in Deutschland, in anderen Quellmärkten sieht es vielleicht noch ein bisschen anders aus, aber gerade in Deutschland das Vertrauen in dieses Zielgebiet relativ schnell wieder zurückgekommen ist. Also da gibt es schon eine
erstaunlicherweise engere Verbundenheit offensichtlich, als uns das tatsächlich bewusst ist. Mhm. Im Moment müssen wir schauen, wie sich das weiterentwickelt, aber wir können für uns zum Beispiel sagen, dass wir nicht diese Größenordnung an Rückgängen verzeichnen, wie das allgemein im Markt eben so angekündigt ist. Das hatten wir auch im letzten Jahr nicht. Mhm. Aber es ist eben auch eine Frage, wie man geht man mit einem Zielgebiet um? Glaubt man weiter daran? Ja, ich finde es auch relativ unverantwortlich, solche Äußerungen zu tätigen, wie sie die Tage jetzt getätigt worden sind. Man hat eine politische Verantwortung als Veranstalter. Wir überlassen diese Entscheidung dem Kunden. Ich glaube, das ist das Richtige. Und wenn er sich für die Türkei entscheidet, dann werden wir, sofern wir das aus sicherheitstechnischen Gründen verantworten können, werden wir ihm nicht dazwischenreden. Genauso wenig, wie wir ihn forcieren werden, irgendetwas anderes zu tun. Mhm. Dann haben wir hier einen Vertreter auch der türkischen Tourismusbranche sitzen. Herr Barana, wie sehen Sie das? Also man hört ja immer von sehr unterschiedlichen Zahlen. Also in der Türkei redet man ja fast schon von Rekorden, wenn ich das richtig gesehen habe. Deutschland sieht es ganz anders aus. Wo können Sie uns da weiterhelfen? Wo ist da die goldene Mitte? Was stimmt und was stimmt nicht? Also die goldene Mitte kann ich nicht vermitteln. Ich kann nur das vermitteln, was ich selber weiß. Bin ja seit sehr langer Zeit dabei, also seit genau 40 Jahren bin ich sehr aktiv im deutsch-türkischen Tourismus auch. Im Moment ist die Türkei ein Reiseland, das etwa von 80 Ländern intensiv Touristen bezieht. Von Mongolei bis hin zu Albanien, von Bulgarien bis hin zu Myanmar kommen Chartermaschinen nach Antalya oder zu anderen Zielgebieten oder Flughäfen wie Bodrum und so. Also die Türken, meine Landsleute, haben es gut verstanden, unsere Produkte weltweit gut zu platzieren. Davon profitieren wir ein bisschen. Aber Deutschland ist für uns ein extrem wichtiges Land. Deutschland ist ein Land, wo die Türkei auch, die Türken sehr emotional sind. Alle anderen Länder sind nicht in dieser Kategorie. Wenn wir die Türken untereinander über Deutschland diskutieren, da wird es dann irgendwie impulsiver, energievoller, da will jeder auch seine Meinung sagen, weil wir auch unseren jetzigen, sagen wir mal, touristischen Werte hauptsächlich mit den Deutschen realisiert haben, mit deutschen Reiseveranstaltern. Studiosus war Anfang der 80er Jahre das Unternehmen in der Türkei, das uns überhaupt diese Reiseführergeschäft beigebracht hat, auch mir. Das möchte ich hier gerne sagen. Wir haben Probleme, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe ITB-Besucher. Die Jahre 2016, aber auch das Jahr 2017 sind für die türkischen Touristiker, alles andere ist schön. Auch wir stellen uns Fragen, die wir nicht gestellt haben. Nicht nur die Türkei ist in einer schwierigen, politisch schwierigen, aber auch strategisch schwierigen Lage und Gegend, sondern auch unsere gesamte Umgebung. Im Moment sind die glücklichen Jahre der Nachkriegsjahre, diese schönen, naiven Jahre, sind vorbei, zumindest in unserer Region. Schauen Sie, die Türkei hat oben Aserbaidschan, Georgien, Russland, dann östlich haben wir Iran, dann unten drunter haben wir Irak, wo ja leider Gottes seit 20 Jahren über 4 Millionen Menschen umgekommen sind, unmittelbar an unserer Grenzen. Dann haben wir alle miterlebt, was mit Syrien über Nacht passiert ist. Ich selbst war im Auftrag eines sehr großen internationalen Reiseveranstalters 2009 und 2010 in Syrien, habe über 5-Sterne-Hotels diskutiert. Wir haben die Verträge abgeschlossen und waren schon so fortgeschritten, dass wir die Möbel noch bestellen wollten. Und jetzt sehen Sie, was aus diesem Land binnen 6-7 Jahre geworden sind. Millionen von Menschen sind umgekommen. Auf der anderen Seite Mittelmeer, ja, die wunderschönen Kreuzfahrtschiffe, die wir haben, mit All-Inclusive bis geht nicht mehr, vom Kobe-Fleisch bis zu guatemaltekischen irgendeiner Soße. Und
zwei Meilen davon hunderte von Menschen, die seit Wochen nichts gegessen haben. Das sind die Realitäten unserer Zeit. Als ich so jung war wie Sie, viele sind hier jung, das finde ich auch toll, und ITB besuchten, hier war alles fröhlich. Wir hatten hier nie Probleme. Es war alles für uns neu. Für die Fachleute, aber auch für die, die hier die ITB besucht haben. So war das hier eine tolle Begegnung. Aber die Welt hat nun mal die Probleme und die Türkei hat davon ein bisschen mehr. Ich will zum Kern Ihrer Frage kommen. Die Türkei ist politisch auch im Umschwung. Wir haben in den letzten Jahren eine politische Richtung, die bis zu 52-55% befürwortet, findet, dass man die Türkei erstmal stark machen soll in puncto Infrastruktur, in puncto neue Investitionen, in puncto neue Arbeitsplätze, in puncto neue Universitäten, Schulen. Und da sagen meine Landsleute, da braucht man einen starken Kerl, der das durchzieht. Wenn alles vorüber ist, dann soll ein guter Mann, guter Politiker wie Willy Brandt à la Türkei kommen und alles verfeinern. Das ist die Meinung der türkischen Wähler, wenn ich Ihnen das so vermitteln darf. Und wir Türken machen uns auch große Sorgen jetzt über die Zukunft des Landes. Die Presse auf der deutschen Seite, die finden wir in bestimmten Teilen übertrieben, weil wir ja selber im Land leben. Aber dann, wieder einen Tag später, finden wir das toll, dass die Leute, unsere Freunde, das in Deutschland schreiben. Und so sind, glaube ich, die Türken mit ihren Emotionen und politischen Anschauungen im Moment in einer sehr ambivalenten Situation, wo sie auch nach der Wahrheit suchen. Das ist der Standpunkt von heute. In drei Monaten, in einem Jahr mögen wir anders reden. Aber Rana, können wir noch mal kurz, ich meine, das ist alles sehr, sehr richtig, was Sie sagen. Ich war ja ein ehemaliger studiöses Fremdenführer, also ich kann gut erzählen, dass ich das, ja schon eine, überzogen habe. Tut mir leid. Eine politische Dimension, die Sie hier ansprechen, die wir hier jetzt heute nicht klären würden. Okay. Aber die Frage ist halt, was beobachten Sie? Ich meine, diese verschiedenen Zahlen. Also ist der Tourismus in der Türkei, reden wir mal über den deutschen Quellenmarkt, ist der jetzt im Moment so am Bodensatz angekommen? Nein, oder geht er wieder hoch oder geht noch weiter runter? Was haben Sie so für statistische Erkenntnisse? Also wir werden auf jeden Fall 2017 weniger Gäste in der Türkei haben als das Jahr 2014. Insgesamt oder? Nein, nicht insgesamt. Also in der Türkei, also GfK müsste einmal in die Türkei kommen. Wir haben ja 80 Länder, die uns aktiv Touristen schicken. Auf der russischen Seite, also der zweitgrößten Markt, erwarten wir, Herr Schiller, eine Steigerung von 600% im Moment. Für die ganzen türkischen Hotels an der türkischen Riviera und in Antalya 600% Steigerung. In Georgien, kleines Land, aber für die Türkei sehr wichtig, 1000% Steigerung. In der Ukraine, das kleine Ukraine schickt über 1 Million Touristen 2017 in die Türkei. Unglaublich große Zahlen. Und dann noch viele andere Länder könnte ich Ihnen erzählen. Unser Haupt Krisenherde, sagen wir mal, wenn ich das sage, oder Länder, wo wir nicht die Zahlen erreichen werden, sind Nummer 1 Deutschland, Nummer 2 Österreich. Aber in Deutschland sind, das muss ich hier auch unbedingt sagen, mit der Arbeit wie der Veranstalter, wie zum Beispiel FTI, die gerade im Krisenjahr 2016 auch die Bewunderung der Türken gewonnen hat, wo wir geglaubt haben, aus Deutschland wird wahrscheinlich dieses Jahr nichts mehr kommen, wo alle anderen Kollegen und Konkurrenten auf dem Markt zweistellige Minuszahlen hatten, hat FDI mit vielen Kampagnen, mit vielen guten Ideen es geschafft, in einem Krisenjahr wie 2016 die meisten Gäste in die Türkei zu bringen. Also wenn man Marketing macht, oder zumindest FDI hat uns bewiesen, dass man mit klugen Marketingmaßnahmen auch ein Land, das ein Problem hat, Touristen schicken kann. Viele wollen jetzt FDI kopieren.
meine anderen Partner auch, ich selbst auch, wir haben gesehen, wenn man auf dem Markt ist, sich zeigt und was tut, auch in einer Krisenzeit kommen die Leute. Die Türkei hat sehr hohe Stammgästezahl. Wir haben nochmal intern recherchiert. In den ganzen Jahren, also in den letzten 40 Jahren, waren 22 Millionen Deutsche in der Türkei und davon sind 40% als wirklich treue Stammkunden der Türkei geblieben. Die wissen, dass die Türken da ihre Probleme haben. Die sagen, die sollen da streiten. Wir machen da Urlaub. Auch die Zahl dieser Leute ist sehr hoch. Okay. Jetzt sind wir nicht die Pressekonferenz der Türkei, aber es ist sehr interessant, was Sie sagen. Und ich denke auch, beispielhaft kann man das sehr gut nehmen für andere Länder. Herr Kupsch, Sie haben ja auch Erfahrungen in der Türkei und mit einer Klientel, die vielleicht ein bisschen anders ist als FTI. Was sagen Sie zu dem, was Herr Bayrana gerade so alles zu den Besucherzahlen gesagt hat? Ja, ich kann im Wesentlichen nur über die Zahlen berichten, die unser Haus sieht und unser Haus hat. Leider ist es da nicht so positiv, wie vielleicht weltweit die Nachfrage nach wie vor stabil ist in der Türkei. Bei uns sind bereits im letzten Jahr die Zahlen erheblich nach unten gegangen und in diesem Jahr zeichnet sich überhaupt keine Erholung ab. Also die Nachfrage nach Türkei-Reisen ist, wenn man ehrlich ist, fast zum Erliegen gekommen. Wir reden ja hier über Safety and Security. Natürlich ist das ein wesentlicher Moment auch für eine Entscheidung gegen die Türkei als Reiseziel. Aber es ist ja zwischendurch auch schon immer mal angeklungen. Ich glaube, man muss diesen zwei S heutzutage wahrscheinlich ein drittes S hinzufügen, das eher Sympathie heißt. Und im Fall der Türkei ist es halt eher die Thematik der Antipathie. Und ich spreche bewusst, und ich möchte das wirklich sehr deutlich sagen, nicht Antipathie gegenüber den Türken, die wir alle, glaube ich, schätzen, die mal dort waren als Gastgeber. Ein unglaublich gastfreundliches Land und gastfreundliche Menschen. Es ist Antipathie gegenüber der politischen Entwicklung im Lande. Ja. Und das wird sich so schnell nicht ändern, nach unserer Einschätzung. Sie hoffen auf einen neuen Willy Brandt, finde ich ein schönes Bild. Würde mich gerne anschließen. Und auf der anderen Seite muss ich Ralf Schiller zum Teil recht geben. Ja, in der Vergangenheit gab es immer wieder relativ zügige Erholungsphasen nach Anschlägen. Das Bild ist nach unserer Erfahrung, ich gelte jetzt als Urgestein, habe ich heute gemerkt oder gelernt, nach unserer Erfahrung dann ganz anders und sehr differenziert, wenn sich Anschläge explizit gegen Touristen oder touristische Einrichtungen richten. Ja, das haben wir in Sus gesehen. Man hat immer geglaubt, an einem Strandhotel irgendwo ist man sicher, all inclusive, gut bewacht. Ich glaube, das war für viele Menschen ein schockartiges Erlebnis, dass man eben auch in einem Strandhotel, auch in einem all inclusive Resort nicht sicher ist, wie nirgendwo auf der Welt vor solchen Anschlägen. In Istanbul war es der schlimme Anschlag auf die deutsche Reisegruppe und dann differenziert sich es nochmal weiter aus, wenn dann vorwiegend deutsche Gäste in dem Fall oder deutsche Staatsbürger betroffen sind, dann ist die Schockwirkung noch mal größer und noch länger anhaltend. Ähnlich war es in Ägypten, da gab es jetzt keinen unmittelbaren Anschlag, aber es gab zumindest einen Anschlag auf eine russische Maschine, wie wir wissen. Und auch da sind Touristen vor allen Dingen betroffen gewesen. Und da sind dann die Erholungsphasen doch schon deutlich länger, nach unserer Erfahrung. Und dann kommt noch was weiteres dazu, wenn die Frequenz von Anschlägen dann relativ hoch ist und immer wieder was Neues, wenn es also keine singulären Ereignisse sind, wie damals der Anschlag 97 am Tempel von Hatschepsut, ist schon mal erwähnt worden, auch heute, dann hat sowas durchaus mittel- und längerfristige Auswirkungen. Und davor kann man die Augen nicht schließen. Das sind Dinge, die verunsichern nicht nur Kunden, sondern sie halten sie davon ab. Und auch das ist schon angeklungen, was wir beobachten, die Menschen wählen dann Reiseziele, die gefühlt für sie sicher sind. Ja, klar. Und wir wissen alle, dass nirgendwo auf der Welt
weder in einer großen Stadt wie Paris, wie Istanbul, noch Berlin, noch irgendwo an einem Badeort, Sousse oder Nizza sein, ja auch genannt, wo heutzutage sicher ist. Ja. Ich meine, man muss ja auch wirklich sagen, dass das Risiko von einem Anschlag betroffen zu werden für einen Touristen extrem gering ist. Der meiste Terrorismus findet ja in Ländern statt, die gar keine touristischen Destinationen sind, wie Somalia und andere. Ich habe mal jetzt gelesen im Internet, dass also die Gefahr, die Treppe runterzufallen oder vom Blitz zu erschlagen zu werden, ist also liegt so bei 1,3 vom Risikofaktor her. Beim Tourismus liegt es bei 1 zu 240.000. Das ist ja schon gewaltige Unterschiede. Aber dennoch, deswegen nochmal zu dem Urgestein, Herr Kupfsch, entschuldige den Ausdruck. Ich kann mich an eine Talkrunde entsinnen auf der Expo 2000. Da hatten wir einen Vertreter Ihres Unternehmens auch schon zugegen, Ihren damaligen Pressesprecher. Und auch da war der Titel der Talkrunde Sicherheit im internationalen Tourismus. Und auch da haben Sie schon praktisch auf Ihrer Webseite offensiv dieses Thema mit Ihren Kunden kommuniziert. Also deswegen kam ich auf diesen Begriff. Und Sie wurden auch gestern häufig zitiert als Studiosus in der gestrigen Sicherheitstalkrunde. Wie sind Sie damals dazu gekommen? Ich meine, die Situation war ja damals noch nicht so prekär, wie sie heute ist. Und vor allen Dingen auch, welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Sicherheit war bei unserer Art von Reisen immer schon ein Thema, wobei es da in der Vergangenheit eher um gesundheitliche Risiken gab, ja, um, ich sage mal, Risiken, die Kriminalität mit sich gebracht hat, ob das jetzt Überfälle waren oder Diebstähle oder ähnliche Dinge mehr. Die Frage der Sicherheit, auch was mich als Reisender jetzt vor terroristischen Anschlägen berührt, ist natürlich, hat eine ganz andere Dimension gewonnen nach 9/11. Und wir haben dann nach 9/11 in dieser Schockstarre, in der ja viele, viele Menschen waren, ich kann mich an Gespräche erinnern, eine alte Stammkundin, die hat eine Bahnreise in die Toskana gebucht gehabt im Oktober 2001. Sie hat gesagt, ich traue mich nicht mehr. Das kann man nicht nachvollziehen. Ja. Das ist irrational, nein, das ist emotional auch. Und es ist halt ein gefühltes Sicherheitslage, die viele Menschen beeinflusst. Was können Sie da machen? Sie können eigentlich nur darüber informieren. Sie können versuchen, Unsicherheiten begegnen durch eine offene, durch eine transparente Information, die wir ab 9/11, ab 2001 sehr, sehr konsequent dann gegeben haben an unsere Kunden über alle Zielgebiete, über Regionen in den Zielgebieten. Und das war für viele erst irritierend, auch für viele Kunden. Ich muss es schon sagen, nachdem wir dann wirklich zum Teil seitenlange Exzerpte aus den Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amtes verschickt haben mit einer Einschätzung unsererseits, das hat manche Gäste verunsichert. Ja. Und es hat auch durchaus in der Branche zu Irritationen geführt. Wir haben viel Diskussionen auch mit Kollegen in den Reisebüros gehabt, die gesagt, das könnt ihr doch nicht machen, ihr könnt doch die Leute nicht so verunsichern und wir müssen das jetzt alles erklären. Über die Jahre, glaube ich, hat man eingesehen, dass das wahrscheinlich der einzig vernünftige Weg ist, mit solchen Themen, mit solchen Verunsicherungen, Gefährdungslagen umzugehen. Und unsere Kunden haben sich daran gewöhnt und unsere Reisebüro-Kollegen heißen es mittlerweile sehr gut. Und wir gehen da sehr, sehr offensiv mit solchen Themen um. Wohl wissend, dass wir nie die hundertprozentige Information haben und wohl wissend, dass wir nie wissen werden, wo der nächste Anschlag passiert. Ja. Das passt ja auch so ein bisschen zum Tenor der Umfrage hier im Saal, dass man, also wenn ich das gerade richtig gesehen habe, man also schon weiter natürlich ins Ausland verreist, aber schon die Informationen haben will, sich genau anschauen will, wohin man fährt. Vielleicht auch, weiß ich, Herr Schiller, kurzfristiger bucht, ist das so ein Phänomen, dass man abwartet mit der Buchung, ob noch irgendwo was passiert und dann kurz vor Schluss erst losfährt? Oder wie sehen Sie das? Also das ist etwas, was wir letztes Jahr schon sehr deutlich gesehen haben und auch bei bestimmten Zielgebieten sehen. Nehmen wir so ein Zielgebiet wie Ägypten, das ist im letzten Jahr noch sehr kurzfristig gebucht worden. Also die Kunden haben auf Sicht gebucht, das gleiche galt für die Türkei. Jetzt hat sich das wieder ein bisschen geändert. Ägypten ist langfristig wieder, wird auch langfristig wieder verkauft, kommt wieder zurück auf die Nachfragelandkarte sozusagen, auch jetzt schon für den Sommer. Das gab es letztes Jahr noch nicht. Die Türkei wird eher kurzfristig gebucht, das heißt also auf Sicht gebucht, so wie der Kunde glaubt, eine Sicherheits- oder eine politische Lage halbwegs einschätzen zu können. Ich gebe Peter Mario Kupsch komplett recht. Sicherheitsempfinden oder Antipathie ist etwas sehr Subjektives.
Das kann man auch nicht verallgemeinern. Das empfindet jeder anders. Es ist auch immer von der persönlichen Lebenssituation abhängig. Habe ich Kinder dabei, reagiere ich vielleicht noch etwas sensibler, als wenn ich nur mir selber gegenüber verantwortlich bin. Also das sind Faktoren, die wir auch nicht im Griff haben. Wir wissen einfach nur inzwischen, dass wir planerisch sehr, sehr flexibel sein müssen, weil wir nie wissen, wo irgendwo irgendwas passiert. Das muss ja gar kein Anschlag sein, sondern eben, wie gesagt, Misstöne, politische Misstöne, wie auch immer, Naturkatastrophen. Wir wissen, dass wir immer betroffen sind, wenn irgendwo in der Welt irgendwas passiert. Und als Reiseveranstalter haben wir inzwischen in den letzten Jahren deutlich besser gelernt, damit umzugehen. Thema Kommunikation. Wir drücken uns auch nicht mehr vor der Kommunikation auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird uns ja auch immer vorgeworfen, wir reden immer ganz gerne alles schön. Das sehe ich überhaupt nicht so. Das kann ich nicht erkennen. Wie findet diese Kommunikation bei Ihnen statt? Auch auf der Webseite? Oder wo, wie machen Sie das? Ja, natürlich. Auf der Webseite. Wir haben alle inzwischen ein riesen Krisenteam, was in diesen Fällen dann tätig wird, mit Kunden kommuniziert. Die vermehrten Anrufe in unseren Callcentern und in den Reisebüros oder von den Reisebüros dann eben abfängt. Das haben wir alles ausgebaut. Und das ist ja auch der Mehrwert, den ein Reiseveranstalter heute bieten sollte, gegenüber der Tatsache, dass sich die Kunden ja teilweise eben auch sehr stark selbst bedienen können. Das ist unsere Aufgabe, dass wir sehr, sehr stark in den Zielgebieten verankert sind, mit unseren Mitarbeitern, mit unseren eigenen Zielgebietsagenturen, wo wir Informationen herbekommen und natürlich auch mit den offiziellen Stellen beim Krisenstab des Auswärtigen Amtes, wo wir sehr intensiv diskutieren, immer wieder in solchen Fällen. Wir sind schon, glaube ich, wesentlich professioneller unterwegs als noch vor Jahren, was das Thema angeht. Und ich glaube, das ist auch ein Teil, trägt auch zum Erhalt unseres Geschäftsmodells zunehmend bei. Ja, wir kommen langsam zu so einem Thema, wo dann Herr Zulauf, der links vor mir sitzt, sicherlich auch sehr viel zu sagen wird. Ich würde gerne, wenn es möglich ist, die Publikumsfrage Nummer 2 mal aufrufen, an die Frage an die Technik. Wenn sie denn dann an der Leinwand oben erscheint. Und zwar, die Frage ist, wer ist Ihrer Ansicht nach am glaubwürdigsten, wenn es um die realistische Einschätzung der Sicherheitslage am Urlaubsort geht? Wenn es klappt, oder sonst kann ich die Frage auch ohne, dann machen wir es halt. Ja, genau. Bitte drücken Sie die 1, wenn Sie der Meinung sind, es ist der Veranstalter, der die Verantwortung, weil er die Verantwortung für den Reisenden trägt. Die 2, wenn Sie meinen, die Destination, weil die lokalen Organe am ehesten Bescheid wissen und auch was für die Sicherheit am effektivsten tun können. Oder die 3, ich traue keinem von beiden wirklich. Bitte drücken Sie jetzt die entsprechende Zahl. Gut, der Computer, aha, das ist ja schon mal ganz interessant. Ich hätte da eindeutigere Antworten erwartet, Herr Zulauf. Wie sehen Sie das? Wer ist in der Kommunikation am glaubwürdigsten und wer ist vor allen Dingen auch in der Pflicht, wenn es um Krisensituationen geht und nicht nur nach dem, was passiert ist, sondern grundsätzlicher Natur, weil Sie ja auch für Tourismusdestinationen PR und Marketing machen. Können Sie da was zu sagen aus Ihrer Sicht? Naja, es sind sicherlich beide verantwortlich. Zuerst sicherlich das Gastland, das heißt die Destination, weil die sich tatsächlich im Land gut auskennt. Und da hat man doch schon bei manchen Ländern den Eindruck gehabt in der Vergangenheit, wenn es um das Thema Sicherheit geht, dass man vom Wort Krisenkommunikation noch nicht so viel gehört hat. Also wenn da ein Flugzeug abstürzt oder ein Terroranschlag ist, dass dann tausende von Spekulationen durchs Web und durch die Social Media gehen, bis sich mal ein Verantwortlicher findet. Ich muss natürlich als Gastland die Hoheit über die Fernsehbilder haben. Das heißt, ich sollte einen Uplink zu AP und Reuters zur Verfügung stellen. Ich muss wissen, wer darf sprechen, wann und wie und wo. Ich muss im Web eine Darkside haben, wo ich sozusagen alles für jeden Fall schon vorbereitet habe. Und das hat man bei vielen Ländern nicht gesehen. Und einige haben es bis heute nicht. Und da ist nur zu empfehlen, sich darauf vorzubereiten. Wie man das macht, das hat, glaube ich, die Münchner Polizei Ende letzten Jahres vorbildlich gezeigt. Da war jemand, der hat das von A bis Z gelernt. Und da war dann auch das Vertrauen da. Und wenn Sie als Gastland nicht in der Lage sind, sowas kompetent zu handeln, auch schon von der Kommunikation nicht,
dann müssen Sie sich später auch nicht wundern, dass die Gäste und die Touristen teilweise ausbleiben. Das ist sicherlich ein wichtiger Faktor, aber auch natürlich der Veranstalter hat eine Verantwortung, weil er bringt die Gäste schließlich in das Land. Da haben die deutschen Reiseveranstalter in den letzten 5 Jahren enorm dazugelernt und haben auch alle kommunikativ ordentlich an Staff und an Kompetenz gewonnen. Aber es fehlt teilweise in manchen Ländern noch an der Destination, dass dort Krisenkommunikation gemacht wird. Oder auch wenn es denn passiert, siehe Beispiel auch Türkei oder Tunesien, dass man eine Kommunikationsstrategie entwickelt, wie man denn dieses Vertrauen wieder zurückgewinnen kann. Ja, natürlich können Sie nichts für den Terrorakt, Sie könnten vielleicht die eine oder andere Sicherheitsmaßnahme besser machen können, was Sie auch tun. Beispielsweise Tunesien hat sogar mit Hilfe deutscher Sicherheitsexperten eine ganze Menge gemacht, kommuniziert es aber kaum. Und das muss ich natürlich machen. In so einer Situation ist Marketing und Kommunikation das Allerwichtigste. Je mehr ich sozusagen an Sicherheit gelitten habe in der Vergangenheit, kann ich das nur durch Kommunikation wegmachen. Weil diese Bilder, diese Terrorbilder prägen sich natürlich beim Publikum ein. Und ich muss diese Terrorbilder aus dem Fernsehen das ganze Jahr über und nicht nur in einem ein oder anderen Hochglanzmagazin mit tollen Werbeanzeigen neutralisieren. Das heißt, auch die Kommunikationsstrategie muss sich ändern, weg von reinen schönen Bildern, Fernsehspots und Außenwerbung, um dann zu denken, jetzt buchen sie alle. Es muss hingehen zu integrierter Kommunikation, so nennen wir das, wo beispielsweise der PR-Bereich, der redaktionelle Bereich, der Social-Media-Bereich eine wesentlich größere Rolle spielt. Was habe ich denn davon, wenn ich auf der linken Seite der Bild am Sonntag eine tolle Anzeige habe und auf der rechten Seite wird mein Land zerfleddert redaktionell? Und da müssen die Tour-Operator, aber auch die Reiseveranstalter, aber auch die Destinations lernen, dass die Zeiten, in denen Sicherheit, und das ist ein erklärungsbedürftiges Gut, ein wesentlicher neuer USP, es gab ihn immer schon, aber es wird immer wichtiger als Kriterium für die Auswahl eines Landes, dass integrierte Kommunikation und da vor allem redaktionelle PR, Social Media immer wichtiger wird. Also Sicherheit sozusagen als Added Value zu dem Produkt. Richtig, richtig. Neben Diversität des Landes, Sonne, Strand, Hospitality, Cuisine und so weiter, neben Distance, neben Hospitality ist Security ein wichtiger Key-Faktor. Mal mehr, mal weniger. Es hängt natürlich auch viel mit der Medienlage zusammen. Ja, die Medien haben natürlich ein Interesse, in erster Linie den Skandal und das Schlechte zu sehen. Wenn es sich dann beruhigt, kommt kein Fernsehteam mehr dahin und sagt, wie toll es da ist. Da sind die Destinations gefragt, es selber zu machen. Den Job wird keiner für sie übernehmen, im Zweifel auch kein Tour Operator, sondern sie müssen in der Lage sein, ihr Land von Januar bis Dezember ordentlich zu verkaufen und sowas wie Normalität in die deutschen Wohnzimmer zurückzuholen. Normalität, indem man beispielsweise Medienkooperationen mit Fernsehsendern macht und mal eine Fernsehschau aus dem und dem Land ausstrahlt, indem man mal eine Bundesligamannschaft, die früher regelmäßig dort Trainings gemacht haben, wieder auflaufen lässt, das ein oder andere Celebrity hinholt. Also ich brauche mediale Öffentlichkeit. Der Terrorakt, der kommt kostenlos in die Tagesschau. Aber die Normalität, die muss ich durch Marketing und PR in die Fernsehanstalten und die Zeitungen bringen. Da muss ich eventuell auch mal Budgetumschichtungen machen. Da ist es nicht mehr damit getan zu sagen, okay, so viel in die Kreation, das in Media und dann kommt es schon. Sondern redaktionelle Arbeit, PR-Arbeit, Social-Media-Arbeit, das heißt Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Und das muss gemacht werden. Und das ist meine einzige Chance als Destination, in Zusammenarbeit mit den Tour-Operatoren wieder Vertrauen in mein Land zu gewinnen. Okay. Nun haben wir die Bilder im Kopf von den schönen Stränden, Unbeschwertheit und so weiter. Polizisten oder Militär mit Maschinengewehren am Strand werden da sicherlich nicht zu beitragen. Gibt es, ich meine, das ist ja nicht nur die Tourismusbranche, es gibt auch andere Branchen, ich sag mal die Banken, die Luftverkehrsbranche. Kann man davon lernen, also wie das andere machen, wie man damit umgeht, um eben dieses platte Darstellen von Sicherheit, Sie sagten ja gerade schon, die Fußballmannschaft wieder dahin bringen, also so im übertragenen Sinne, Sicherheit wieder suggerieren oder eben die Wahrheit sozusagen darstellen, wie sie ja eigentlich auch vorhanden ist. Wo kann man davon lernen? Also gibt es da Branchen, die das besonders gut machen?
Naja, Branchen, die das gelernt haben, die meisten wenigstens in diesen Branchen, ist die Fliegerei. Natürlich wollen sie, wenn sie Qatar Airways, Lufthansa, Etihad oder Emirates Airlines buchen, das Gefühl von Bequemlichkeit haben, von Sicherheit haben, von Service haben. Aber sie wollen auch wissen, sind die sicher? Wie häufig stürzen die ab? Wie viele Vorfälle waren das? Was machen die mit ihren Sicherheitschecks? Und Aufklärung in dem Sinne. So, und diese Aufklärung müssen sie bringen. Und der Grad der Aufklärung hängt davon ab, wie die Sicherheits- und wie die Medienlage ist. In dem Augenblick, wo die Sicherheits- und Medienlage gut ist, können sie diesen Faktor natürlich nach unten treiben und können zu 95% heile Welt zeigen. Aber für die Leute, die Flugangst haben, für die müssen sie solche Informationen natürlich trotzdem bereitstellen. In dem Augenblick, wo sie gerade einen Flugzeugabsturz haben, wird der Grad sehr wahrscheinlich höher gehen. Und sie müssen vermerkt sagen, wie häufig werden die in der Maschine gescheckt, was tut man alles. Diese Informationen müssen sie genauso wie bei den Destinations den Touristen liefern, damit sie wissen, kann ich jetzt nach Marokko, kann ich nach Ägypten, kann ich nach Tunesien, wie ist es in der Türkei? Die muss ich liefern und zwar nicht nur auf der Webseite. Wenn Sie auf der Webseite gehen, dann müssen Sie davon ausgehen, dass derjenige schon mal ein grundsätzliches Interesse an dieser Destination hat. Aber Sie wollen ja die Buchungszahlen zurückholen. Das heißt, Sie müssen sich schon die Mühe machen, zum Kunden zu gehen und können nicht erwarten, wenn ich da meine Unterseite auf meiner Webseite habe, habe ich das Problem gelöst. Sie müssen in die Shopping Center gehen, Sie müssen in die Medien gehen. Also es ist richtig Arbeit. Sie können ein solches Problem nur durch Kommunikation und natürlich durch Sicherheitsmaßnahmen lösen. Und da gebe ich Ihnen natürlich recht, können Sie jetzt nicht Tausende von schwarz gekleideten Maschinengewehrmännern an den Strand tun, das tun die aber auch nicht. Die Masse der Sicherheit, die dort gemacht wird, ist in Zivil. Die merken Sie gar nicht und das ist auch in Ordnung. Herr Baraner, Sie wollten kurz noch was dazu sagen? Ja, gerne. Was die Türkei angeht, um ganz ehrlich zu sein, die 40 Jahre haben wir ja gut kommuniziert, weil wir nur zu feiern hatten. Wir haben wunderschöne Hotels eröffnet, dann haben wir hier mit unseren journalistischen, also mit unseren Freunden aus den Medien dann wunderschöne Sachen gemacht. Aber im Jahr 2016 waren wir selber schockiert. Wir wussten ja gar nicht, letztendlich leben wir ja dort. Es geht jetzt nicht immer bei jemandem, der auch dort lebt, wo die Bomben hochgehen, nicht nur gleich um Job und so. Er denkt auch an seine eigene Familie, an seine eigene Gesundheit und so. So war das nun mal bei uns letztes Jahr. Wir hatten ja in der Türkei leider Gottes seit Oktober 2015 bis jetzt zum Silvester des neuen Jahres 27 Anschläge mit knapp 3000 Toten. Fast alle 17, 18 Tage ist eine sehr große Bombe hochgegangen. Das sind Bilder, die muss auch jemand wie ich, der vielleicht viel unterwegs war in der Welt, erstmal aufnehmen können, verarbeiten können. Für uns war das Schock. Es gab Tage, wo ich auch selber geheult habe am Fernsehen. Wir haben den Tisch gedeckt, auf einmal kommt die Nachricht, Tote überall und dann sind sie erstmal, wie sagt man, blockiert. Sie wollen nichts mehr machen, auch schlaflose Nächte, zum Beispiel eine meiner traurigsten Nächte war jetzt erst vor zwei Monaten, der Silvesterabend, wo ich dann erfuhr, dass da so viele Menschen umgekommen sind. Das war auch ein Lokal, wo ich selber sehr oft bin mit Freunden und so. Ich will es kurz fassen. Wir, die Touristiker weltweit, neigen immer dazu, gut zu kommunizieren, wenn es was Schönes gibt. Das sind Hoteleröffnungen, das ist die Ankündigung des neuen Jahres, des tollen Firmenkatalogs und so weiter und so fort. Aber die wahre Krise in dieser Form haben wir noch nicht erlebt. Wir haben zum Beispiel in der ganzen Türkei mit Fachleuten gesprochen, was machen wir da? Da waren die Meinungen so unterschiedlich. Auch Fachleute haben wir nicht gefunden. Dann haben wir mit Freunden hier in Deutschland gesprochen, die haben gesagt, es ist besser, wenn ihr jetzt erstmal gar nichts sagt. Wie wollt ihr das, diesen Zustand jetzt kommunizieren? Einmal hier gehen die Bomben hoch, dann euer Präsident wird da, den man in der Türkei demokratisch gewählt hat, der wird auch nochmal so ganz als einen Schlimmen dahingestellt. Viele haben uns gesagt,
lasst euch gar nichts zeigen. Alles, was ihr sagen werdet, wird hier missverstanden oder falsch gedeutet. Und da sind einige dann sind diesen Weg gegangen. Ich habe es nicht so gemacht. Ich habe mit absoluter nackter Wahrheit mit allen Freunden, Bekannten, Geschäftspartnern kommuniziert. Ich habe ihnen geschrieben, wie schlimm das ist, aber dass ich da die Gehälter zu zahlen habe, dass die Hotels offen bleiben müssen, dass wir ein Volk von 80 Millionen Menschen sind. Wir sind kein kleines karibisches Land, wo Studiosus 320 Leute hat, sondern wir haben 40 Millionen Gäste. 4 Millionen Menschen arbeiten im Tourismus und das kann man in der Türkei gerne mit 3, 4 multiplizieren. 10 Millionen Menschen brauchen das Geld nun mal, ich auch. Wenn der Erste kommt, habe ich einen Sack voller Rechnungen. Da kann ich nicht rausgehen, Leute, tut mir leid, ich kann jetzt meinen Strom nicht zahlen, es sind so viele Bomben noch gegangen. In dieser Zeit ist doch alles teurer geworden auch noch, ohne dass wir Einnahmen hatten. Es war schlimm, das war eine Erfahrung, dass wir zumindest für die Türkei gemacht haben und viele gute, alteingesessene Gesellschaften, Fachfirmen werden jetzt daraus für uns Konzepte arbeiten, tun sie schon. Es gibt auch Sicherheitsfirmen mit vom weltweiten Ruf. Darunter ist ein Deutscher mit Sitz in Hamburg, zum Beispiel TÜV Nord, der jetzt für Antalya eine Idee hat, wo man das alles professioneller machen kann. Es gibt wunderbare PR-Firmen, die auf uns zukommen, sagen hier, Leute, wir würden euch da gerne beraten, weil wir haben gesehen, so wie ihr das macht, das ist komplett falsch. Zu uns, was auch war, ja, es war falsch, aber wenn die Erfahrung nicht da ist, dann können sie das alles gar nicht. Mit Geld klappt auch nicht alles. Aber eine Bemerkung noch, die Gäste von lieben Herrn Kupsch haben einen ganz anderen Profil als die Türkei-Gäste. Der Herr Kupsch und auch sein verstorbener, von mir sehr geschätzter Vater haben für die Türkei sehr viel gemacht. Wirklich sehr viel. Ich habe hohe Anerkennung für die Familie Kupsch. Aber die Zahlen sind in deren besten Jahr 2.000 bis 5.000, 7.000 Gäste per anno für die Türkei, das 40 Millionen Gäste hat. Wir sind mehr dieses FDI-Land, also ein Land, unsere ganzen touristischen Produkte sind im Moment, was ich manchmal auch bedauere, auf Familienurlaub fixiert, auf Familien, die meistens auch mehrere Kinder haben, weil wir europaweit die besten Familienzimmer haben. Zu 78% sind die türkischen Hotels auf Familien fixiert. Und diese kommen in die Türkei, weil sie das Produkt woanders nicht finden. Der Vater, wie Herr Schiller gesagt hat, wartet ab, kann ich da noch hin? Das ist fast wie in so einem Fußballspiel geworden, so Taktiken. Geht's oder geht's nicht? Und dann haben die gebucht. Das sind alles summa summarum neue Erfahrungen und ich glaube, wir sind reifer geworden. Ich bin auch selber sehr viel reifer geworden, wenn ich jetzt durch diese vielen Stände gehe, die ich schon immer gemacht habe als Mensch. Das war für mich immer ein Erlebnis. Da schaue ich mir auch alles viel kritischer an. Es gibt auch andere Länder, wo ich weiß, welche Sorgen sie haben, welche Probleme sie haben, welche politische Unterdrückungen sie haben. Auch meine Anschauung zu Tourismus hat sich geändert. Ich wünschte mir heute, jetzt nochmal 40 Jahre zurückzuspulen und vieles, was wir als Touristiker, die sich hier vielleicht so ein bisschen schön feiern lassen, vieles hätten anders machen müssen. Wir hätten diese Kapazität nicht so groß bauen sollen. Wir hätten nicht so radikal mit Umwelt und mit Völkern handeln sollen. Ja, das sind die Ergebnisse der heutigen Probleme, das muss man auch sagen. Aber nun gibt es trotzdem, das haben wir ja gerade gehört, es gibt ja schon auch einen, also nicht nur den Sicherheitsfaktor, der Touristen verschreckt und auch nicht nur aus Deutschland, auch aus Österreich, wie wir gerade gehört haben, und anderen Ländern. Es gibt aber auch diesen politischen Unsympathiefaktor, der offensichtlich, da können wir ja nicht drüber hinweggehen. Das wäre auch meine Frage an Frau Nordberg vielleicht nochmal. Sie haben ja, das haben Sie bislang noch nicht so in Ihre Recherchen eingebaut, in Ihre Studien. Wäre das vielleicht noch ein Thema, wo man künftig noch mehr Augenmerk drauf legen müsste oder kann man das so gar nicht so einfach messen? Ja, man kann das natürlich messen, man kann das abfragen, aber es kann immer nur eine Momentaufnahme sein. Ne? Und gerade in der aktuellen Situation denke ich, das wird sich vielleicht auch von Woche zu Woche ändern. Die Medien, Sie haben das gerade gesagt, spielen eine große Rolle. Und je nachdem, wie präsent eigentlich ein Thema gerade ist, wer gerade spricht, wird sich das auch relativ schnell ändern. Außerdem möchte ich sagen, es spielt immer noch eine Rolle, was
die Leute sagen und was sie dann letztendlich tun. Sie haben das angesprochen, das gute Preis-Leistungs-Verhältnis in der Türkei, Herr Baraner. Es ist natürlich auch so, dass es für einige vielleicht auch gar nicht so viele alternative Ziele gibt. Es gibt Bulgarien natürlich auf einem ähnlichen Niveau, Tunesien, aber die Auswahl ist jetzt auch nicht unendlich groß. Und insofern spielt das natürlich auch eine Rolle, wie dann letztendlich die eigentliche Reise gebucht wird und nicht nur, was man vielleicht als erstes sagt oder denkt, sondern dann zählt eben auch das, was man dann am Ende tut. Mhm. Ja, ich meine, jetzt sind wir ja schon fast wieder zum Ende, noch nicht so ganz, aber die Zeit rast. Wir haben gerade schon von Herrn Baraner gehört, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist sehr interessant, was Sie da alles sagen. Also, dass Sie doch offensichtlich die Türkei eher so als Ziel für Pauschalurlaube und nicht so sehr als Ziel für Studienreisen sehen. Studienreisen sind die kritischeren Gäste offensichtlich. 95% ist leider Gottes Badeurlaub in der Türkei im Moment. Früher war ja, gut. Zu meiner Zeit 95 nur Kultururlaub. Aber ich wollte Herrn, ja, das sind Fehler der Vergangenheit, die sicherlich, aber die haben mit dem Thema jetzt vielleicht indirekt zu tun. Herr Kupsch, wo sehen Sie da die Entwicklungen und Trends in der Zukunft? Also werden Sie künftig jetzt neue Destinationen oder andere, sage ich mal, eher abschalten? Oder wo sehen Sie da die Perspektiven? Also ich gehe gleich auf Ihre Frage ein. Ich würde aber gerne noch auf was anderes zurückkommen, was ein bisschen untergegangen ist. Gerade Ihre Zahlen vorhin, wir sahen, wie wichtig den Gästen das Thema Sicherheit ist. Erste Stelle, Performance war zweite Stelle und die dritte Stelle war Trust. Trust, Vertrauen. Und wenn wir uns heute beklagen und wenn ich jetzt mir in dem Kontext die Ergebnisse der letzten Saalumfrage ansehe, ja, also um Himmels Willen, da kann es einem nur anders werden. Ein Drittel von Ihnen sagt, Sie trauen weder der Destination noch dem Veranstalter. Wenn Sie die Frage mal an Reisegäste stellen würden, ich weiß nicht, was dabei rauskäme. Aber wenn wir selber schon so wenig Vertrauen in Sicherheitskommunikation, Sicherheitsmaßnahmen haben, wie um Himmels Willen wollen wir das an unsere Gäste vermitteln? Und Vertrauen gewinnt man nicht von einem Jahr zum nächsten. Vertrauen ist etwas, was man wirklich über viele, viele Jahre aufbauen muss. Oder aber auch, und da glaube ich, da hat die Branche Fehler gemacht in der Vergangenheit, Vertrauen verspielt hat. Selbst hier in diesem Saal. Ja, ich muss auch sagen, mich hat das sehr überrascht. Es kann natürlich auch so ein bisschen so gedeutet werden, dass man sagt, dass alle was tun müssen. Bloß mit so einer Antwort ist natürlich keinem so wirklich geholfen. Herr Schiller, wie sehen Sie das aus Sicht eines großen Veranstalters, so die Perspektiven in der Zukunft? Wird sich da was ändern in den Geschäftsmodellen oder wie wird Vertrauen in die betroffene Destination wiederhergestellt? Ich glaube, Herr Zulauf hat da viele richtige Worte gesagt. Da muss viel mehr Professionalität rein, auch von Seiten der Destination. Das ist manchmal allerdings nicht nur eine Frage der Professionalität, sondern auch eine Frage der Mentalität hier und da. Neige ich dazu, transparent zu kommunizieren oder neige ich dazu, die Dinge eher nicht zu kommunizieren? Das ist auch ein Thema. Da nutzen alle Beratungen nichts, wenn man beratungsresistent ist mitunter. Das erleben wir auch tatsächlich. Das Zweite ist, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir müssen einfach als Reiseveranstalter sehr, sehr flexibel planen. Das heißt, wir müssen heute in der Lage sein, unsere Kapazitäten in andere Richtungen zu lenken, wenn es denn notwendig ist. Gleichzeitig, glaube ich, sind wir auch gut beraten, nicht allzu hysterisch mit gewissen Situationen umzugehen, weil, Frau Nordbeck hat es gesagt, vieles ist eben auch so ein Stück weit der Tagespresse geschuldet. Wir erinnern uns, wir haben wochenlang Griechenland auf Seite 1 gehabt, als diejenigen, die unser ganzes schönes Geld ausgeben. Das hat dazu geführt, dass die Nachfrage nach Griechenland vor ein, zwei Jahren dramatisch eingebrochen ist. Redet heute kein Mensch mehr davon, obwohl sich die Situation in Griechenland vielleicht finanziell zwar verbessert, aber nicht grundlegend verändert hat. In den letzten Wochen, Anfang des Jahres, hat Herr Trump die Schlagzeilen bestimmt. Herrn Erdogan hat man dadurch weniger gehört. Schon ging das Thema in Richtung Türkei wieder nach oben. Ich glaube, wir sind einfach alle gut beraten, nicht allzu hysterisch und zu schnell
grundsätzlich Dinge in Frage zu stellen. Denn langfristig gesehen, glaube ich, ist es wesentlich wichtiger, dass A, die Destinationen sich dessen bewusst sind, was da passiert, dass sie langfristig das Vertrauen gewinnen müssen. Und für uns als Touroperator ist es eben auch wichtig, dass wir mal eine gewisse Zeit an gewissen Themen eben auch festhalten und nicht grundsätzlich sicherlich auch getrieben durch die öffentliche Meinung oder die vermeintliche öffentliche Meinung unsere Kapazitäten hin und her schieben und sofort, wenn es mal ein bisschen unruhig wird, uns irgendwo zurückziehen, nur weil es gegebenenfalls auch wirtschaftliche Hintergründe hat. Also wir neigen dazu, dass wir an Zielgebieten festhalten, weil wir versuchen, unserer unternehmerischen Verantwortung nicht nur unseren Kunden gegenüber, sondern auch den Mitarbeitern in den Zielgebieten gegenüber oder den Hotelpartnern gegenüber wahrzunehmen. Das Gleiche weiß ich, gilt für Studiosus ganz genauso. Und es hat nichts damit zu tun, dass man nicht trotzdem versuchen kann, transparent das, was man weiß, und wir wissen, glaube ich, viel, transparent zu kommunizieren. Und auch wenn man damit hier mitunter ein bisschen gegen den Strom schwimmt, lohnt sich das auf längere Sicht sehr wohl. Mhm. Herr Zulauf, Ihre Gelegenheit, vor dem Tourismuspublikum noch mal eine starke Nachricht in einem Satz, in einer halben Minute oder weniger, wenn es geht, noch mal zu platzieren. Was empfehlen Sie, wo sehen Sie die Perspektiven? An die Tourismusboards: der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das heißt, ich muss mich auf die jeweiligen Zielländer einstellen und dann eben auch meine Mentalität mal hinten anstellen. Schöne Bilder reichen nicht mehr alleine. Ich muss mehr erklären, mehr redaktionelle Kooperation machen. Es reicht nicht nur, in die Tourismusmedien zu gehen, sondern ich muss in die generellen Medien von Januar bis Dezember und last but not least an die Reisebranche auch Solidarität wahren. Man, in guten wie in schlechten Zeiten. Wenn es jetzt der Türkei weniger gut ist, geht, dann sollte man vielleicht auch Solidarität zeigen. Letztes Jahr wurde die DRV-Veranstaltung, glaube ich, verlegt. Gar nicht mal so sehr, weil der Vorstand das wollte, sondern weil viele aus der Reisebranche Schiss und Angst hat, dahin zu gehen. Das verstehe ich nicht unter Solidarität. Nur abzusahen, wenn es gut geht, und jemanden alleine zu lassen, wenn es schlecht geht, ist nicht gerade Business-Solidarität. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, der Titel unserer Veranstaltung war, ob sich die Destinationen neu ordnen. Vielleicht müssen wir das ein bisschen für die Zukunft korrigieren. Sie werden sich wahrscheinlich ständig immer irgendwie umordnen. Das habe ich heute so ein bisschen mitgenommen. Die Macht der Medien ist da nicht zu unterschätzen. Und da ist die Branche gefragt, deutlich mehr zu tun. Denn Angst entsteht eben aus einer Unsicherheit, wie in so einem Horrorfilm, wo ich diese gruselige Musik höre und das Monster ahne, es aber nicht sehe, es mich noch nicht direkt bedroht. Aber ich habe eben Angst davor. Es ist ja mit dem Terrorismus im Grunde genommen auch. Eins steht fest, wir werden weiter verreisen. Der Tourismus wird jetzt nicht zusammenbrechen. Ich wünsche Ihnen allen eine erfolgreiche weitere ITB und eine sichere Heimfahrt. Vielen Dank.